Weil Bernhard ist angefangen vor 5 Jahren als Gewinner vom Radioindustrie Battle in der Industrie 45. Ich glaube, es waren 5 Jahre gewesen, mit 17, glaube ich. Hast du schon die ersten Gegner zerstört? 4 Jahre. Vor 4 Jahren, sorry. Jetzt hast du da Bern zur Sau gemacht am Ultimate 11. Wie fühlt sich das an? Ja, es ist einfach krass, Erlösung, cool, so, weil du auf das schaffst her und ich habe es gehabt irgendwie. Und auch wie ich es geschafft habe, muss ich sagen, es ist. Es hat irgendwie keine Lücke gegeben. Also im letzten Jahr waren ein paar Battles wirklich so ein bisschen tief. Und dieses Jahr habe ich einfach im Lauf gehabt. Und ich habe gesagt, wenn ich den Tag habe und meine Leistung so bringen kann, wie ich sie im Räumchen beim Freestyler bringe, wenn keine Leute zuschauen, dann kann ich es machen. Und das ist schon etwas so rausgekommen. Aber trotzdem haben wir das Gefühl gehabt, du hast eine gute Beziehung zum Publikum gehabt. Du hast nicht um dich herum ausgeblendet. Im Gegenteil, es hat dich stärker gemacht, habe ich das Gefühl. Ja, also wir haben heute den DJ Obi-Wan und ich eine Diskussion gehabt, dass wenn man ein Konzert spielt, sollte man sich immer mit dem Tontechniker anfreunden, weil der ist dafür gut, also der steht dafür da, dass du gut mitstehst. Und da in Bern ist es sicherlich ein Vorteil, wenn du das Publikum zu deinem Freund machst. Es ist noch schwierig, wie schaffst du das, oder? Weil Rapper wirken schnell arrogant. Es gibt Rapper, die lustig sind und das Lustige kommt sicher besser an. Ich glaube, es war so ein bisschen Mittelding, irgendwie so ein bisschen herstehen, so einfach wirklich sagen, so, ich bin der Besser. Und dann irgendwie die Leistung toppen. Ich sage, du kannst es eben immer ein bisschen selber aussuchen, oder? Wenn du jetzt auf die Band kommst und sagst, ja, der SCB ist scheiße, der EVZ ist viel besser, was ja gerade überhaupt nicht stimmt. So. Aber eben, dann hast du verloren, oder? Und, ja, Bern hat immer schon Liebe gezeigt so, und ich habe halt auch wieder mega viele Leute mitgenommen und das ist irgendwie krass, dass nach eben schon 4 Jahren, jetzt 4. Mal da, dass die Leute immer noch mitkommen. Voll, also da haben wir jetzt gesehen, dass Bern viel Liebe zu schenken hat. In was steckst du deine Liebe als nächstes? Ja, ich bin halt wie jeder Rapper und brauche ein bisschen länger vom Freestyle zum Text zu schreiben, aber es ist etwas am Gehen so, aber wenn etwas wird rauskommt, da redet man von 1 bis 2 Jahren. Oder? Aber jetzt denke ich, schon nochmal ein Motivationsschub, dass wenn du den Titel kannst mitnehmen kannst, vielleicht für Aufmerksamkeit gesorgt hast, dass du aber auch mit dem Album vielleicht noch mehr zuhören. Also ist noch Raum gegen oben, das war noch nicht das endgültige Ziel, gewesen, dass du in Bern kommst, am Ultimate sein kannst. Freestyle eben ist schon. Also, es gibt ja nichts mehr anderes, oder? Wenn wir an die Weltmeisterschaft gehen, dann versteht niemand das Wort. Aber nein, ich denke, das war es, weil mehr geht nicht mehr. Oder? Und ein Notschlag, also das heisst, dass ich noch 3-mal müsste ich kommen, um besser sein als er. Ich denke, das will sich niemand an. Ja, ich will lieber bis zum Abwinken. Wie genieße ich Schlaf in einem Streit aus wie dem Grabbier. Dann bring ich um.